Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer. Schönen guten Abend. Guten Abend, freue mich. Herr Hofer, freut mich sehr, dass Sie wieder mal hier sind. Das ist ja schon ein Zeitteil her. Seitdem hat sich viel getan, auch viele Regierungsumbildungen. Gab es seitdem diese Woche wieder eine mit zwei Ministerinnenrücktritten, nämlich Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck. Eigentlich müssten Sie ja jubeln darüber, oder? Weil die beiden waren ja so ein bisschen was wie der Gott sei bei uns der FPÖ. Also es war ein Rücktritt, der war freiwillig, der andere war weniger freiwillig. Aber ich juble überhaupt nicht, weil ich mir eine stabile Regierung wünsche, die vor allem in dieser krisenhaften Zeit in der Lage ist, das Land gut zu managen. Und da braucht es zwei Dinge, den Willen, also den Willen zu regieren und auch die Fähigkeit zu regieren. Und das funktioniert nicht immer so, wie man es sich gerne auch vorstellen würde. Jetzt hat Herbert Kickl in einer Pressekonferenz diese Woche gefordert, Neuwahlen jetzt. Sind Sie auch dafür, dass es sofortige Neuwahlen geben soll? Es wäre klüger, weil ich glaube, dass jetzt das auch immer so weitergehen wird. Wir haben eine instabile Regierung, was ich sehr bedauere. Wir haben zwei Koalitionspartner, die nicht wirklich kompatibel sind. Das sieht man auch im Urschuss, wo es kein Pardon gibt, wenn es darum geht, den eigenen Partner auch ausrutschen zu lassen. Und wir brauchen eigentlich erst eine Koalition von Parteien, die wirklich zusammenhalten in einer schweren Zeit. Wir alle wissen das bei unseren Freundschaften, die wir beraten haben. Wenn es schwierig wird, dann muss man zusammenhalten und das ist hier nicht wirklich der Fall. Es ist eher der Kitt, dass man sagt, wir haben schlechte Umfragewerte. Wenn wir jetzt wählen, dann verlieren wir auch Mandate und auch natürlich Zuwendungen finanzielle. Aber in Wirklichkeit wäre es fürs Land besser, die Karten völlig neu zu mischen und ein Team zu bilden, das uns durch diese Krise führt. Aber wäre die FPÖ für solche Neuwahlen eigentlich gerüstet? Weil in den Umfragen sieht es ja nicht ganz so rosig aus momentan. Wir sind natürlich gerüstet. Wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir sind eine Partei, die auch zusammenhält, was ganz wichtig ist. Und wir können auch Wahlkampf. Und ich sage auch, wir können auch regieren. Wir haben ja auch gezeigt, unsere Koalition war sehr, sehr beliebt. Sie ist dann eben gescheitert aufgrund der Ereignisse, die allen bekannt sind und wo auch die zwei Personen, nämlich Strache und Godinez, auch zurückgetreten sind, um den Weg frei zu machen, um weiterarbeiten zu können. Und ich kann nur sagen, mit uns wird es jetzt keine Steuererhöhungen auf Energie geben, sondern Steuersenkungen und Lohnsteuersenkungen, Lohnnebenkostensenkungen, damit sich die Menschen das Leben auch wieder leisten können. Aber wenn es zu Neuwahlen kommen sollte, wer wäre denn dann Spitzenkandidat der FPÖ? Der Spitzenkandidat ist immer automatisch, aber logischerweise auch der Obmann der Partei. Also das wäre Herbert Kickl, der wäre ja meiner nach gesetzt oder müsste man dann noch einmal diskutieren? Also das wäre ungewöhnlich, wenn eine andere Person die Partei in eine Wahl führen würde, wenn sie jetzt stattfinden würde. Also in der Regel ist das der Parteiobmann und da würde wohl auch der Vorstand nicht anders entscheiden. Wenn es Rufe gäbe, und man hört das ja immer wieder hinter den Kulissen, dass ein gemäßigterer Kandidat wie Norbert Hofer antritt, wären Sie bereit dazu? Ich werde mit großer Sicherheit bei der nächsten Wahl auch antreten, um das gesamte Team zu unterstützen. Ich bin ein Teamplayer und ich bin auch jemand, der, wenn er nicht mehr Obmann ist, auch das gesamte Team auch weiter unterstützt. Das ist eine Frage, ob man erwachsen ist oder nicht und ob man auch begeistert ist für die eigene Sache oder nicht. Und ich bin begeistert von der eigenen Sache, weil ich weiß, dass genau diese freiheitliche Politik, dieses freie Denken, freie Bürger in einer freien Gesellschaft, ein freies Österreich in einer Europäischen Union, wo man auch wirklich frei sein muss, dass das genau der Weg ist, den wir jetzt brauchen. Aber als Spitzenkandidat bei einer Nationalratswahl würden Sie nicht antreten? Ja, das ist überhaupt nicht geplant. Der Parteiobmann ist logischerweise auch der Spitzenkandidat. Und wenn das der Fall ist, werde ich ihn bestmöglich unterstützen. Wo es auf jeden Fall eine Wahl gibt heuer, ist die Bundespräsidentschaftswahl. Und da wurden Sie immer wieder gehandelt als Kandidat. Jetzt muss man sagen, in den letzten Wochen ist es da etwas ruhiger geworden. Warum? Werden Sie nicht antreten für die FPÖ? Ja, ich habe natürlich mir auch viele Gedanken über diese Bundespräsidentenwahl gemacht. Aber zuerst mal muss auch mal der amtierende Präsident sagen, ob er antritt oder nicht. Alles andere folgt dann danach. Und ich muss schon sagen, ich habe Verständnis zu sagen, es gibt eine Krise, es gibt den Krieg, den wir alle sehr, sehr schmerzhaft spüren. Aber der Bundespräsident muss es dann mal sagen, ob er antritt, ist auch eine Frage der Fairness gegenüber den anderen Kandidaten, die ja auch planen müssen. Also das muss kommen. Dann kommt natürlich bei uns in der Partei die Sitzung der Parteigremien, wo das beraten wird. Und dann werden wir sehen, wer als Kandidat oder als Kandidatin in diese Wahl gehen wird. Aber stehen Sie zur Verfügung oder sagen Sie, Sie lassen diesmal aus? Also ich
wäre eh dafür, aber wir haben noch nicht in den Gremien darüber gesprochen und ich habe auch noch nicht mit Herbert Kickl über diese Frage gesprochen. Ich wäre eher dafür, sich die Chancen zu wahren für die nächste Wahl. Es ist vielleicht klug, eine Runde auszulassen, um mit wirklich, wirklich guten Möglichkeiten in die nächste Bundespräsidentenwahl zu gehen. Das ist das, was ich mir für mich am besten vorstellen kann. Dazu kommt, dass ich auch die Zeit nutzen möchte, um mich wirtschaftlich etwas zu engagieren im Sozialbereich. Wir haben eine kleine Firma gegründet, die genau in diesem Bereich, wo die Regierung auch jetzt wenig zustande gebracht hat, versucht, etwas auf die Beine zu stellen, nämlich Pflegeanstalten, Kuranstalten zu unterstützen, wenn es darum geht, die Prozesse zu optimieren, damit für den Patienten auch mehr da ist. Oder wenn Sie ein Hotel haben, dass Sie vielleicht nicht mehr so weiterführen wollen, Ihnen zu helfen, dass Sie das Hotel zu einer Pflegeeinrichtung machen. Es gibt wirklich Bedarf in Österreich. Und genau in diesem Sozialbereich möchte ich mich mit meinen Partnern engagieren. Mhm. Das heißt, Sie konzentrieren sich aber jetzt eher ein bisschen mehr auf die Privatwirtschaft. Und wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, bei dieser Bundespräsidentenwahl werden Sie nicht antreten, sondern wenn, dann bei der nächsten in 5 Jahren, 6 Jahren. Also zunächst mein Hauptaugenmerk gilt der Politik. Ich bin von mehr als 2 Millionen Menschen gewählt worden und bin auch diesen Menschen weiterhin in der Pflicht. Was ich in der Wirtschaft mache, ist etwas, was im Sozialbereich wesentlich ist. Das ist mir ein riesiges Anliegen mit meinen Partnern. Und dann ist eben die Frage nach der Bundespräsidentenwahl und ich möchte nicht herumschwurbeln, wie es die meisten Politiker machen. Ja, ich bin der Meinung, es wäre für mich klug und für die FPÖ klug und fürs Land klug, wenn ich diese Runde auslasse, um die nächste gewinnen zu können. Aber das heißt jetzt, Sie werden auslassen bei dieser Runde. Soll die FPÖ dennoch einen Kandidaten gegen Alexander Van der Bellen aufstellen, allein schon damit es einen Gegenkandidaten gibt, weil bisher gibt es ja nur Gerald Gross und Marco Pogo als möglich. Also ich werde wahrscheinlich auslassen, die Gremien haben noch nicht getagt, aber ich werde auch dort erklären meine Beweggründe und warum ich glaube, dass es klug ist, so vorzugehen. Aber natürlich muss die FPÖ ein Angebot stellen. Das hat auch Herbert Kickl schon gesagt. Die FPÖ wird auf jeden Fall ein Angebot auch stellen, um jenen Wählern, die sagen, ich kann den Bundespräsidenten nicht unterstützen, will auch die Bierpartei nicht wählen, damit ja auch jemand da ist, der seriöserweise auch ein gutes Ergebnis einfahren kann. Und ich kann eines sagen, weil jetzt schon ein bisschen so Umfragen gemacht worden sind. Man sagt, mein Gott, die sind nicht so gut. Ich bin gestartet bei 8% in den Umfragen. Das ist damals überhaupt keine Chance, unmöglich. Warum stellt man diesen Kandidaten auf? Den kennt ja niemand. Aber das hat sich sehr schnell geändert. Man hat sich dann gewundert, was alles möglich war. Berühmter Spruch, ja. Wen soll denn die FPÖ dann Ihrer Meinung nach diesmal ins Rennen schicken? Es kursieren ja alle möglichen Namen. Susanne Fürst wird immer wieder als mögliche Kandidatin genannt. Auch Herbert Kickl wurde schon ins Spiel gebracht. Wer wäre Ihrer Meinung nach ein geeigneter Gegenkandidat? Also ich möchte hier den Parteigremien überhaupt nicht vorgreifen. Die genannten Persönlichkeiten sind alle in der Lage. Es soll ein ernsthafter Kandidat sein. Jene Kandidaten, die jetzt als Gegenkandidaten genannt worden sind, die sind eher Spaßkandidaten. Also ich glaube, es wird niemand glauben, dass die Bierpartei den Bundespräsidenten stellen wird, obwohl ich niemanden absprechen will, dass er sich politisch sehr bemüht und vielleicht auch ein guter Arzt ist und ein guter Musiker ist und so weiter und so fort. Aber das glaubt man nicht wirklich. Und auch Gerald Gross, der ein Meister der Zungenfertigkeit ist, glaube ich, tut das auch eher, die Zahl der Klicks zu erhöhen und nicht um Präsident zu werden. Aber die Idee, dass Herbert Kickl selber antritt, wäre das etwas, worüber man nachdenken sollte in der FPÖ, Ihrer Meinung nach? Ich möchte hier überhaupt in keine Richtung gehen. Das werden die Gremien entscheiden auf Vorschlag des Parteiobmannes. Man wird sehen, was er für Ideen und Vorstellungen hat. Er wird sich sicherlich viele Gedanken darüber machen und dem ist auch nicht vorzugreifen. Was sollte denn ein neuer Bundespräsident Ihrer Meinung nach anders machen als Alexander Van der Bellen? Beziehungsweise, wenn Sie dann in 6 Jahren bei der nächsten Wahl antreten, was würden Sie anders machen? Also ich kann nur sagen, was ich jetzt einmal anders gemacht hätte und was ich dann auch das nächste Mal anders machen würde. Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist des Bundespräsidenten, Kraft seiner Persönlichkeit und Kraft des Amtes auch Aufträge für die Wirtschaft ins Land zu holen. Wir haben auch so begonnen mit Van der Bellen, als wir noch in der Regierung waren, mit einer Reise nach China, wo wir viele, viele Aufträge auch unterzeichnen konnten für heimische Unternehmen. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe und schafft auch Arbeitsplätze im Land. Denn wenn ein Bundespräsident, vor allem in China ist das ganz wichtig, auch in vielen anderen Ländern vor Ort ist, dann kann man viel mehr an Aufträgen lukrieren. Das ist eine wichtige Aufgabe. Zweitens, natürlich muss er seine klassischen Amtsgeschäfte durchführen. Es wird immer gesagt, mein Gott, Van der Bellen hatte so viel zu tun, so viele Angelobungen.
Naja, wenn ich mir die Arbeitszeit insgesamt ansieht, das ist nicht das, was wirklich belastet. Belasten sind vielmehr die Dinge im Hintergrund, die man zu erledigen hat. Also Dinge auch zu kalmieren. Oder auch wenn man sieht, es geht gar nicht mehr, die Entscheidung zu treffen, mit dem Kanzler zu sprechen und sagen, du, pass auf, dieser Minister oder diese Ministerin macht eigentlich ganz wenig. Das müssen wir anders organisieren. Es ist ja seine Bundesregierung in Wirklichkeit. Aber Sie hätten die aktuelle Bundesregierung schon abberufen mit diesen zig Umbildungen, den zwei Kanzlern. Bei mir wäre der Punkt erreicht gewesen, wo ich sage, es wäre klüger gewesen, neu zu wählen. Die Abberufung alleine und dann im Parlament keine Mehrheit zu haben, funktioniert ja auch nicht. Ich muss auch schauen als Präsident, gibt es abseits der jetzigen Mehrheiten auch andere Mehrheiten? Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, vielleicht ohne Wahl etwas anders aufzustellen. Oder eben darauf auch zu drängen, jetzt auch wirklich einen Neustart zu wagen für Österreich. Jetzt gibt es immer wieder Stimmen, auch aus Ihrer Partei, Andreas Mölzer, der auch oft bei uns im Studio sitzt, die sagen, der derzeitige Kurs der FPÖ ist zu eng und angesichts der Regierungskrise wäre eigentlich mehr drinnen für die FPÖ. Wie sehen Sie das? Muss sich die Partei breiter aufstellen wieder thematisch? Natürlich, Sie dürfen nicht vergessen, dass aufgrund der Thematik, die uns auch vorgegeben war, natürlich das Spektrum sich bei allen Parteien verengt hat. Es waren ja alle Parteien mit der Corona-Krise befasst und beschäftigt. Jetzt hoffen wir, dass dieses Problem wirklich erledigt ist. Kann sein, dass der Herbst wieder schwieriger wird, aber es wird hoffentlich nicht mehr so sein wie in den Jahren davor. Und jetzt müssen wir uns alle vor allem mit den wirtschaftlichen Themen beschäftigen, weil natürlich aus der Corona-Krise eine Wirtschaftskrise geworden ist. Es gibt viele Unternehmen, wo die Insolvenz praktisch ja, jetzt auch durch die vielen Förderungen natürlich verschleppt wurde und wo es jetzt auch viele Firmen gibt, die einfach dann nicht mehr können. Auch viele Hotelleriebetriebe, ich habe vorher gemeint, es wäre klug, auch im Pflegebereich auch hineinzugehen. Das machen wir auch mit der Firma. Und vor allem auch die Teuerung zu sehen. Wir haben eine Geldschwemme gehabt und natürlich führt eine Geldschwemme irgendwann auch einmal zur Inflation. Und damit sind viele Menschen unter Druck. Also ich weiß von vielen Bekannten, dass es schwierig wird, die Strom- und Gasrechnung zu bezahlen. Und man sich überlegt, ob man dort, wo man jetzt lebt, auch noch weiter leben kann. Manche ziehen zu den Eltern zurück. Also es ist wirklich eine schwierige Situation und da muss die Politik etwas tun. Das ist für mich Senkung der Lohnnebenkosten, der Steuern auf Lohn, auf Einkommen und auf Energie natürlich. Die Möst muss es da mal weg und ich halte nichts davon zu sagen, so wie es der Kanzler gesagt hat, wir schöpfen die Gewinne ab, da sind Milliarden vernichtet worden, das ist eine Aktiengesellschaft, sondern hier mit den Dividenden zu arbeiten und die Dividendenerlöse auch den Menschen zurückzugeben. Aber war dieser doch sehr radikale oder sehr enge, sagen wir so, Corona-Kurs der FPÖ im Nachhinein ein Fehler? Alle Parteien hatten einen Corona-Kurs und auch die mediale Aufmerksamkeit war nur auf Corona gerichtet. Wenn man in dieser Zeit ein anderes Thema geöffnet hat, dann hatten die Medien ja gar kein Interesse daran. Heute haben wir das Pflegethema zum Beispiel, das breite Aufmerksamkeit hat, aufgrund des Tages auch der Pflege. Nur gibt es jetzt leider nur Überschriften. Also eine Ankündigung, was man machen will, die gab es auch schon vor 2 Jahren übrigens, wo man gesagt hat, was man alles machen will. Das werden wir sehen, was wirklich passiert. Aus meiner Sicht sind bei der Pflege, wenn ich das mal vielleicht anmerken darf, 2 Punkte wichtig. Es gibt viele Menschen, die vielleicht schon 30, 35, 40 Jahre oder älter sind, die sagen, ich wäre bereit, in den Pflegeberuf zu wechseln. Ich habe aber eine Familie, ich muss meine Miete bezahlen. Ich kann mir das gar nicht leisten, jetzt 2, 3 Jahre in der Ausbildung zu sein. Und da müssen wir, wie es bei der Polizei ist, bei Polizeischülern auch ein Gehalt schon bezahlen. Ein Polizeischüler bekommt im ersten Jahr 1.800 Euro und im zweiten Jahr 2.200 Euro. Wenn ich das dort genauso mache, dann bekomme ich neues Pflegepersonal, das wir dringend benötigen. Und das Zweite ist, wir müssen beim Pflegegeld so ansetzen, dass wir sagen, wenn jemand zu Hause gepflegt und betreut wird, dann ist es meistens oder oft nicht leistbar. Und hier muss ich das Pflegegeld um 50% erhöhen, damit auch hier professionelle Pflege und Betreuung möglich wird. Dann bleiben die Menschen zu Hause, das wollen sie auch. Und auch der Staat erspart sich Geld, denn die stationäre Pflege und Betreuung im Pflegeheim ist weitaus teurer, sogar dann, wenn ich das Pflegegeld für die Pflege und Betreuung zu Hause um 50% erhöhe. Das sind für mich die 2 wesentlichsten Punkte. Und die fehlen Ihnen in dieser neuen Pflege? Naja, die gibt es in dieser Form nicht. Es kommt die Pflegelehre. Das haben wir seit Jahren immer und immer wieder vorgeschlagen. Wurde immer abgelehnt mit hunderten Argumenten, warum das nicht geht.
das sehe ich sehr positiv, dass jetzt auch die Pflegelehre kommt. Mhm. Apropos Regierung und ÖVP, Sie waren eigentlich immer ein Verfechter einer Koalition aus ÖVP und FPÖ, sind ja auch in der damaligen Koalition als Regierung, also in der Regierung gesessen als Verkehrsminister. Jetzt ist seitdem viel passiert. Es gibt viele Vorwürfe gegen die ÖVP, es gibt einen Korruptionsausschuss. Können Sie sich überhaupt noch eine Koalition mit der derzeitigen ÖVP vorstellen oder schließen Sie das aus? Ja, zunächst war die wichtige Rolle der Regierungskoordinator. Also zu schauen, dass die Koalition zwischen den beiden Parteien funktioniert. Dass ich damit automatisch auch den Stempel erhalte, dass ich schaue, dass es funktioniert, ist ja ganz logisch. Aber ich war auch im Burgenland dabei, bei den Gesprächen mit der SPÖ, damals mit Hans Nissl, um diese Koalition auf die Schiene zu setzen. Also ich bin, wenn Sie so wollen, ein Verfechter der Regierungsverantwortung für die FPÖ. Und da muss man immer schauen nach Wahlen, kann man mit einem Partner ein Programm aufsetzen, das auch beiden Parteien entspricht? Gibt es Vertrauen zwischen den handelnden Personen? Das sind die wichtigsten Punkte. Und wenn das der Fall ist, dann soll man regieren. Wenn es nicht geht, dann ist es klüger, in Opposition zu sein. Aber das heißt, Sie schließen eine Koalition mit der ÖVP nicht von vornherein? Ich schließe eine Koalition mit niemandem aus. Man weiß nie, was nach einer Wahl ist, ob die Personen, die vor der Wahl im Lied waren, auch dann noch im Lied sind, ob man ein Programm aufstellen kann. Es ist unklug, das zu machen. Schauen Sie, was Werner Kogler gesagt hat vor der Wahl auf die Frage, ob er mit der ÖVP eine Koalition machen wird. Da hat er gemeint, wortwörtlich, mit dieser Schnöseltruppe wird er keine machen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei null, hat er gesagt. Ja, was war dann natürlich die Koalition mit der ÖVP? Also es ist klüger zu sagen, nein, man will regieren, wenn es möglich ist. Und das weiß man erst nach einer Wahl. Ich würde noch gern zu Ihrer Nachfolgerin kommen, zur aktuellen Verkehrsministerin. Sie haben es vorher schon in einem Nebensatz angesprochen. Die macht ja so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was Sie gemacht haben. Da muss es Ihnen ja eigentlich alle Nackenhaare aufstehen. Ja, ich habe ja kaum Nackenhaare. Nein, überhaupt nicht. Also man muss auch in einer Demokratie zur Kenntnis nehmen, dass einmal auch eine andere Partei regiert und dass diese Person, die dort sitzt, eben nach ihrem Programm abarbeitet. Dass einem das nicht gefällt, dass man andere Pläne hat, das ist ganz klar. Aber natürlich wird dann, wenn es in Zukunft wieder mal einen anderen Verkehrsminister geben wird, das Programm auch wieder anders sein. Was ich nur für schade finde, ist, dass man Projekte, die schon lange geplant waren und die auch viel Geld verschlungen haben in der Planung, Lobautmundel, dass man dann sagt, man macht das einfach nicht. Hier wird wirklich viel Geld vernichtet und auch Elektroautos brauchen Straßen. Das darf man nicht vergessen. Wobei ich schon sage, bei der Bodenversiegelung insgesamt müssen wir aufpassen. Also ich bin sehr dafür zu sagen, es gibt einfach in Österreich einen Deckel bei der Bodenversiegelung, den wir nicht überschreiten dürfen. Und da ist die Raumplanung gefordert. Wir haben Industriebrachflächen in Österreich in der Größe der Stadt Graz. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun, was aber nicht heißt, dass man kluge Bauprojekte hintanstellt. Abschließend noch Ihr Kollege im Nationalratspräsidium, der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der ist mit sehr viel Kritik konfrontiert, insbesondere was seine Vorsitzführung im Untersuchungsausschuss betrifft. Wäre es Ihrer Meinung nach auch besser, wenn Wolfgang Sobotka sich zurückzieht als Ausschussvorsitzender? Ich mache das als Mitglied des Präsidiums grundsätzlich nicht, dass ich einem Kollegen, einer Kollegin rate, was zu tun ist. Das ist eine Frage des Stils im Präsidium. Man hat als Privatperson vielleicht eine ganz bestimmte Meinung oder auch als Parteipolitiker. Nur wir haben in diesem Dreierpräsidium eine besondere Verantwortung. Vergessen Sie nicht, dass wir auch dann, wenn der Bundespräsident ausfallen sollte oder wenn die Wahlen wieder nicht funktionieren und dann gar kein Präsident da ist, dass diese drei Personen auch für das Land verantwortlich sind in der Rolle des Bundespräsidenten. Ich hatte das schon einmal, als Heinz Fischer nicht mehr Präsident war. Und das ist ganz wichtig, dass dieses Dreierteam funktioniert. Und deswegen gebe ich in der Öffentlichkeit keine Tipps ab, wie sich ein Kollege oder eine Kollegin verhalten soll. Und ganz zum Schluss noch würde ich noch einmal gern auf Ihre neue Rolle oder sozusagen Ihren neuen Job auch kommen. Die Firma, die Sie da im Pflegebereich jetzt gründen, was genau machen Sie denn da? Es ist nicht nur im Pflegebereich, es ist ein Consulting-Unternehmen, das ich eben mit zwei Partnern mache, mit Petra Wagner, die im Pflegebereich sehr aktiv ist, mit Stefan Lehrmeier, der als Unternehmer seit vielen Jahren aktiv war, bei Red Bull war und ist auch eine Firma hat, die Tore baut. Also zwei erfahrene Personen,
Und da versuchen wir eben in vielen Bereichen mit unseren Möglichkeiten zu helfen. Und mir ist aber wichtig, dass wir uns dort einsetzen, wo es auch der Öffentlichkeit hilft, dem Staat hilft. Das soll auch einen Sinn haben, dieser Einsatz für das große Ganze. Und da unterstützen Sie Pflegeeinrichtungen im Consulting-Bereich? Die Idee wird sein, dass wir eben Einrichtungen unterstützen, weil wir sehen, es gibt Potenzial, das man heben kann, im Sinne der Patienten. Mhm. Aber auch, wenn Sie ein Hotel betreiben und sagen, es funktioniert vielleicht nicht mehr so, wie man es vorstelle, dann schauen wir uns an, gibt es in dieser Region, wo Sie das Hotel haben, Bedarf an Pflege? Ist das Hotel geeignet, um es auch umzugestalten in eine Pflegeeinrichtung? Und wenn das geht, dann packen wir das an. Herr Hofer, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier mit Fellner Live.